Erstmal ist es sportlich eine sehr wichtige Partie gegen einen tollen Gegner. Darüber hinaus ist es das erste Freispiel im Rahmen von Fortuna für alle. Und da haben Sie vollkommen recht, ich habe schon eine Menge erlebt. Aber so ein Projekt, so ein Weg sind die Mannschaften, bei denen ich bisher tätig war, nicht gegangen. Und von daher bin ich natürlich persönlich bin ich unheimlich gespannt, was uns da erwartet, wie es aufgenommen wird. Aber das gilt genauso für den ganzen Verein. Ja, wir sind und schon ein bisschen unter Spannung, aber es ist die Vorfreude, die natürlich überwiegt. Ich glaube, dass es wichtig sein wird und das ist auch das Schöne am Fußball, dass die sportliche Leistung, glaube ich, eine ganz große Rolle spielen wird, wenn wir ein gutes Spiel machen, das hoffentlich auch siegreich gestalten können. Ich glaube, das wäre dann schon eine Garantie für eine gute Stimmung. Aber darüber hinaus glauben wir auch daran, dass wir auch ganz viele neue Zuschauer im Stadion haben und die, glaube ich, auch für eine positive Stimmung, glaube ich, auch mitsorgen werden. Und unser Ziel ist es am Ende, wieder in der ersten Bundesliga zu spielen, guten Fußball in Düsseldorf zu zeigen. Wir wollen den Abstand zu den großen Clubs, die weit weg sind, finanziell betrachtet, aber auch in allen anderen Themen, den wollen wir versuchen, nicht größer werden zu lassen. Wir wollen den Abstand vielleicht sogar verringern. So, und da haben wir nach Lösungen für die Fortuna gesucht. Da glauben wir, dass wir mit Fortuna für alle, glaube ich, eine maßgeschneiderte Lösung für die Stadt Düsseldorf, für Fortuna, gefunden haben.